Hier ist er wieder, der Olli aus der Daddelkammer. Sven von Fork Lake Production. Der Kanal verlinke ich euch mal unten. Hat in ihrem Pickup-Video mal gefragt, ob ich vielleicht mal hier von Gunship fürs Mega Drive mal so ein kleines Gameplay machen könnte. Wie das so ist. Weg mal rinschmeißen, ich hatte es einmal nur bis jetzt kurz drin gehabt. War nicht so begeistert irgendwie. Probier es jetzt nochmal und laber so nebenbei mal mit einer Eindrücke von dem Spiel. Da fangen wir mal an. Ein kleinen Break mal zwischendurch. Ziemlich am Anfang gleich. Irgendwie die ganze Zeit ging mir der Name Gunship nicht aus dem Kopf. Jetzt weiß ich auch wieso und weshalb warum. Hinten steht es auch mit drauf. Microprose. Und zwar war das damals ein ziemlich geiler Flugsimulator gewesen. C64, Atari, ich glaube Amiga gab es den Ding auch. Ach, weiß nicht, auf dem PC auf jeden Fall auch. Und der war richtig gut gewesen. Ja, und irgendwie haben sie halt aus der IP, hat EOS Gold, dann so, wir nehmen rudimentär was von Gunship rüber. Also diese wirklich rudimentäre Möchtegern-Simulationssteuerung, die ihr gleich sehen werdet. Also am Anfang, wenn eine Mission anfliegt, danach gehen wir auf dem Schmapp Arcade rüber. Das erklärt mir so einiges, warum ich später behaupten werde, im Let's Play, das ist ja noch das eine noch das andere ist, das Spiel. Nur so als kleine Vorabinformation. Fand ich sehr interessant. Kurz mal Google angeschmissen, ja, und schon war ich schlauer wieder gewesen. Okay, geht weiter ans Programm. Ciao. Okay, also drei Modis hat man. Also die Quatsch 2 hier war, glaube ich, nur die Kontrolle gewesen, ja. Hier war bloß hier Kontrolle. In der Mitte kann man direkt in die Mission reingehen und rechts kann man den Simulator spielen. Ich mach mal, das ist eigentlich das richtige Spiel, das ist der Launch Mission. Ups, Start klicken. Ich wüsste nicht mal hier irgendwas, kann man anscheinend irgendwas eingeben. Ich hab's noch nicht probiert. Ich warte jetzt mal einfach mal. Okay, macht er da eigentlich? Nee. Also ich kann irgendwann anscheinend noch irgendwie was eingeben. Ansonsten einfach auf OK. Ich schätze mal, werden einfach die kurze mal ein paar Missions fertig hat, dann kriegt man bestimmt den letzten ganzen Teile. Es geht zur Mission. Mit Auswahlmöglichkeiten, entweder Luftziel, Bodenziel, Armstump, was ist Armstump eigentlich? Dann brauchen wir mal Ground Target angreifen. Okay, bla 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 bla, was man machen soll, interessiert doch eh keinen Schwein, wenn man ehrlich ist. Gut, hier hat man so eine kleine strategische Map. Also hier startet man. Hier ist das Ziel. Und hier kann man tanken auf dem Weg. Und hier kann man seine Waffen aufladen. Also ich habe es jetzt so gemacht letztes Mal. Tanke. Waffen aufladen. Und da muss man ziemlich genau auf wirklich die Fahne raufgehen. Sagen, okay, mit Start startet man die Mission dann dramatisch wie am Flughubschrauber einsteigt. So, jetzt hat man diese 3D-Cockpit-Sicht. Das Steuern ist ziemlich rudimentär. Also man hat einmal ganz normal Maschinengewehr und zwei Missiles, entweder Sidewinders oder Hellfires. Und ich immer vergesse, welche dafür da ist, eigentlich automatisch Luftziele anzuvisieren. Das konnte ich noch nie behalten irgendwie. Also, ja, habe ich. Und da fliegt er mit Autopiloten jetzt zum nächsten Punkt erstmal hin. Das wäre jetzt bei mir. Was war das gewesen? Tanken einmal. Also die Missiles, wenn man wieder immer lockern sagt, dann trifft das Ding auch immer. Also hier finde ich es von der. Es ist irgendwie eine komische Steuerung, weil es keine richtige Flugsteuerung ist. Ich habe auch keine Geschwindigkeit, was ich kontrollieren kann. Also, das ist auch so nett. Jetzt kannst du nicht mehr steuern. Weil jetzt sind wir über diesen Zielpunkt jetzt mit dem Aufladen. Also für mal auftanken. Oder Fuel. Ja, komm, mach hin. Hey, nicht Pause, so. Und dann startet er wieder auf zum nächsten Punkt. Das müssen dann die Waffen aufladen sein. Ach so, und die Hubschrauber trifft er auch dann, wenn er immer einen Lockdown hat, wenn sie aus dem Sichtfeld draußen sind.
Aber wie gesagt, das ist eine ganz rudimentäre Steuerung. Geht ein bisschen rauf und runter. Links und rechts, aber ohne Geschwindigkeit. Also, sagen wir mal so, ich finde den Modus jetzt nicht so spannend hier. Der ist auch nicht schön jetzt irgendwie so dargestellt. Finde ich ein bisschen... ja, einfältig. Jetzt müsste ich aber eigentlich... 21 Kilometer haben wir noch. In der Mitte unten zeigt er halt an. Das ist in der Mitte unten, ziemlich in der Mitte zeigt er halt an, wie weit das noch ist. Ja, sehr gut. Und groß steigen kann man auch nicht irgendwie. Es gibt eine Maximalhöhe, Höhe 131. Und das war's. Und runter kann man auf dem... drüber abstürzen kann man ohne, wa? Nee. Tiefer als 5 Meter geht da ohne. Und das ist hier so weder Fisch noch Fleisch. Hat das Kind irgendwie Simulator-Touch? Achso, jetzt kannst du ja nicht steuern und dann sind wir jetzt am Ziel angelangt. Jetzt müsst ihr Waffen aufladen machen. Ja. Hilfe, mach 2020 wieder. Jetzt fängt wieder nicht steuern, sind wir schon beim Missionsziel angekommen. So, und da sehen wir es jetzt von der Seite. Und da muss es dann irgendwo ein Bodenziel geben. Naja, wenn die von hinten kommen, ist es ziemlich asig, finde ich. Weil da hast du eigentlich gar keine Chance, da irgendwas zu machen. Ja? Auch hier kann ich nicht rückwärts fliegen. Mit der Emission konnte ich wenden. Floating Mission Objective. So, jetzt müssen wir wohl das Bodenziel haben. Irgendwann. Das kann ich ja Schmapp an der Stelle. Ah, hier kann ich jetzt drehen. Gut. Ups. Credits left 2. War da ein Bodenziel, weil ich jetzt ausgewählt hatte? Weiß ich gar nicht mehr, ne? Da ist ein Bodenziel, in dem muss man abgelacht machen. Mehr Scheiße. Ich weiß nicht, das ist irgendwie. Wie gesagt, weder Fisch noch Fleisch das Spiel, finde ich. Das ist so. Ja, und kaputt gemacht. Das ist kein richtiger Schmapp irgendwie und ich weiß nicht. Ich werde damit nicht richtig warm. Ich kann nicht mal sagen genau warum. Irgendwie ist es nicht. Also was ein bisschen fies ist, ist halt, wenn die von hinten ihn angreifen. Gut, eine Sache der Übung, aber irgendwie das Flugfeeling finde ich nicht so. Also wenn richtig ein Schmapp, fehlt mir der Action ganz einfach drin und so diese pseudo-strategisch, also mit diesem Flugplan, was man anfangen hat oder mit einem.
ist irgendwie auch nicht so richtig. Destroy Arm, da haben sie ja mal das Ding mal. Ohne so richtig irgendwie. Ich weiß nicht, die Grafik ist okay. Läuft flüssig das Ding. Farblich gefällt es mir ganz gut. Und die Animation, jo, passt. Das Einzige, was das nicht gut aussieht, ist, wenn man im Cockpit drin sitzt. Das ist irgendwie so. So, mal Start drücken. So, jetzt wieder suchen. Endeffekt ist ja. Gut. Ist, also eigentlich kann man sich das hier sparen. Ich tanke. Sprit brauche ich auf jeden Fall. Lade immer mehr Waffen auf. Kann hier nochmal meine Waffen aufladen. Zweites Mal, was aber nichts bringt von der Logik, weil ich nur ein Missionsziel habe. Oder ist hier noch was? Ach, warte mal. Distance. Ich flieg mal die Kleinfahren an. Vielleicht ist da noch irgendwas. Ja, machen wir einfach mal. Und Start. Ich hätte noch nicht angeflogen, diese kleinen Flaggen. Das ist auch kein richtiges Steuern. Also das kommt am ehesten noch so ein bisschen an Afterburner ran mit der Steuerung. Aber halt auch nicht so richtig und die Flugsteuerung ist ohne. Also ist so. Oh, wieder Fisch noch Fleisch. Also mittendrin. Also im Endeffekt ist nur links, rechts und ein bisschen rauf und runter steuern. So, warte, ich jetzt wieder erstmal volltanken. Also sorry, wenn ich nicht so viel labe jetzt bei den Spielern, aber irgendwie, es fesselt mich nie richtig, aber zum Ärgern ist auch nicht genug drin. Also bis jetzt würde ich sagen, ja, es kann man spielen. Den Punkten, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht irgendwie über dem Spiel. Ist auch ganz komisch. Ich krieg Punkte, aber die gehen mir so ziemlich am Arsch vorbei. Wie gesagt, für ein Schmapp hat das Ding irgendwie nichts. Also Punkte, wozu? Ich weiß ja nicht, ob man ein extra Leben hier irgendwann gibt. Eine bestimmte Anzahl. Würde ich jetzt mal tippen, ja. Aber ich weiß es nicht mal genau. Incoming, yo, du mich auch. Und was ich halt dann auch wieder nicht so wirklich verstehe, ist immer bei so einem Spielen. Gut, ich habe die Raketen limitiert, aber warum habe ich Unlimited Gun immer? Also zumindest so eine kleine Begrenzung machen irgendwie, dass man halt dann wieder aufsammeln kann unterwegs. Man hat dann. Ich meine, dann braucht er nicht die Sidewinder, die Hellfire auf 20 Stück, weil der nicht viel ist jetzt wirklich begrenzen. Da könnte er auch komplett sagen, alles unendlich. Also wieder ist ja kein Schmapper an der Stelle. Also ich kann mit der MG rumballern, bis zum geht nicht mehr. Was hat er jetzt gemacht? Genau. Und wir waren auch schon fertig, wir sind vorher, was ich gemerkt habe. Hat er jetzt bei diesem anderen Wegpunkt gewesen? War der jetzt eigentlich gerade? So, wo bin ich jetzt? Also diese... Was mache ich denn jetzt? Ach, das war dieser Zwischenwegpunkt, den ich gesetzt habe irgendwie. Jetzt gerade. Okay. Hat dem jetzt irgendwas gebracht? Irgendwie nicht. So, jetzt müsste ich nochmal aufladen. Wie war das denn jetzt hier gewesen, ne?
Ne, ist die Mission jetzt. So, da unten ist jetzt ein Spritenteil, also eine. Oh, ja, teil dich, ey. Macht. Was ist das hier für ein Blödsinn? Also, okay. Jetzt irgendwie so ein Sci-Fi-Schmapp, würde ich sagen. Ja, passt. Aus 1 macht 3. Aber hier irgendwie ist es jetzt. Wie ist das? Passt hier ins Setting drin? Oh ja, kommt wieder von hinten. Ja. Tretet mir doch alle in den Arsch. Credits left 0. Muss ich jetzt eigentlich jetzt hier. Ja, teilt sich wieder durch 3. Okay, dann muss ich weiter nach hinten. Okay. Okay, das jetzt mal geht schon mehr ein Schmack jetzt hier ran. Weil ich weiß ja nicht, was der Sinn dieser Mission jetzt hier ist. Mal gucken. Oh. Hab nicht mehr viel hier jetzt. Naja. Und breit. Oh. Da stehen sie, meine trauernden Kameraden. Er war so scheiße. Zum Glück ist er tot. Kann ja noch mal kurz jetzt mal diesen Simulator angucken. Guck mal, ich durfte mich unten eintragen. Na, wie supi. So. Was haben wir denn da im Simulator drin? Okay, hier ist Leute retten. Was ist das hier? Sieht nach Bodenzieler aus. Gebäude zerstören oder sowas, ne? Nee, das Simulator. Starten wir einfach mal einen Simulator. Weil da ist man direkt dann drin. Naja. Ah, also, da muss ich ganz schnell. Okay, mit dem Bodenrakete. Mission complete, das war's. Gut, nehmen wir mal. Was ist das hier? Ist das jetzt? Start nochmal. Das sieht so klassisch aus. Das ist diese Schmuck-Variante mehr. Geht so. Also irgendwie ist nicht ganz meins, was ich nicht so gut finde, das so mit dem Schießen nachher. Also man hat keine gerade Flugrichtung. Okay, da muss ich nicht dran gewöhnt, weil die Neigung vom Hubschrauber ist die ganze Sache, aber wie gesagt, das ist wieder das eine noch das andere. Für den Schmopp sind einfach zu wenig
drin und da, wo es mal so schmapp-like ein bisschen rüberkam, also was eben Hubschrauber auf einmal drei geworden sind, die haben eine perfekte Formation ansonsten geflogen, wirkt das ein bisschen unrealistisch, wenn ein Selfie-Shooter sonst irgendwas zeigt, naja, dann ist das so ein bisschen poppig, aber hier irgendwie. Also nicht mehr in der Welt rückt man mal so aus. Es ist nicht schlecht, das Spiel. Ich werde es mit großer Sammlung behalten, aber eher sehr selten spielen. Also man kann sich's holen. Kannst mal probieren, Sven, aber wie gesagt, ist nicht meine Welt irgendwie. Was wir sagten, noch das eine noch das andere ist. Ja, das war's mal. War so ein spontanes aufgenommen, das Ding, wo ich von den Kommentaren gelesen habe. Macht's gut, bis zum nächsten Video.